Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2 und zwar wieder eine Preview-Folge des Solaris Urbino Stadtbus Familien Add-on. Wie ich schon in meinem letzten Video angekündigt habe, möchte ich in diesem Video euch die Gelenkvariante des Add-ons zeigen und zwar die Gelenkbus-Variante mit den Dreitürer-Versionen, also die Dreitürer-Version mit dem Bogestra Repaint. Ja gut, das Kennzeichen passt jetzt hier nicht unbedingt, das habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Und wir fahren auf der Karte Ruhrau V2 und zwar fahren wir die Linie 165, denn diese Linie habe ich noch generell noch in keinem Let's Play gezeigt. Und zwar habe ich jetzt auch die aktuellste Version des Busses, also die Beta-Version. Und zwar gehen wir mal auf Konfiguration. Fahrplan habe ich schon eingestellt, in knapp 10 Minuten geht es auch schon los. Mit der Konfiguration können wir uns auch noch kurz mit den Radkappen beschäftigen. Da können wir auch Typ 1 machen. Da haben wir die Radkappen zum Beispiel. Typ 2 wären diese. Ah, die gefallen mir jetzt nicht so unbedingt. Wir machen jetzt einfach mal die hier. Die gefallen mir doch schon besser. Radkappen Typ 1 auch und hinten auch. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann so bleiben. Auch ob der Bogestra-Bus jetzt Radkappen hat, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber mir gefällt es so. So, jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Jetzt können wir wieder auf Konfiguration. Da können wir die Innenanzeige jetzt auswählen. Und zwar haben wir jetzt hier einen TFT-Bildschirm. Den lassen wir auch so. Der gefällt mir auch wirklich sehr gut. Der ist auch, müsste auch hinten sein. Ja, ist auch hinten. Sehr gut. Gefällt mir. Den lassen wir dann. Den gehen wir jetzt... Ups, was haben wir jetzt gemacht? Ah, okay. Entwerter ist Klusendorf. Ja, sehr gut. Motorleistung. Ja, da können wir erstmal hier auf DAF wieder stellen. Schön DAF hier. Jawohl. So, Dashboard lassen wir heute mal das VDV drin. Das Moki haben wir letztes Mal gemacht. Windschutzscheibe ist wieder getrennt. Das gefällt mir besser. So, Rampe lassen wir auch. RBL-Kasse lassen wir auch. Matrix-Typ lassen wir auch. Heckmatrix auch. Jo, Trennstange auch. Logo, Radbesen, Klimaanlage. Da können wir uns jetzt auch mal kurz befassen. Hier können wir nämlich auch Klimaanlagen machen. Zum Beispiel haben wir hier eine Convecta Fahrgastraumklima. Ich finde, das sieht so ganz gut aus. Natürlich können wir auch so wählen, dass wir zum Beispiel auch nur eine Fahrerklima haben. So, nur für den Fahrer. So. Aber wir machen Klimaanlage auch für die Fahrer, für den Fahrgastraum. So, Spiegel, jetzt kommen wir ganz wichtig. Wir haben jetzt hier diesen kurzen Spiegel. Wir nehmen natürlich jetzt den langen Außenspiegel, der auch wirklich besser ist, meiner Ansicht nach. Innenraumkameras können wir einblenden. Ich möchte hier auch was sehen. Ja. Das sind so die neuen Sachen. Radbesen, das kennen wir ja. Logos. Gut, das sind, das wird dann irgendwann dieses Solaris-Logo geben im OMSI-Forum. Jetzt noch nicht. Da steht jetzt nur 3D-Modelldesign. Ist halt wegen der Lizenz. Das habe ich aber schon im letzten Video angesprochen. So, RBL-Kasse, Rampe. Ja, das war es dann eigentlich auch. Was schön ist, das kann man auch Sprache umändern. Ne? Also Englisch und Deutsch. Und da ist unser Fahrplan. Das lassen wir jetzt auch so. So, Wetter machen wir auch wieder schön. Bestes Wetter, weil wenn ich jetzt reales Wetter, da haben wir irgendwie, glaube ich, Schnee. Und da habe ich jetzt auch nicht so Lust drauf. So, Dashboard verstellen. Ne, so, genau, ein bisschen höher machen. Zack. Dachluken können wir auch öffnen. Das lassen wir aber jetzt. So, machen wir die Heizung hier kurz an. Ah, ist mein Lenkrad hier wieder nicht aktiv? Ah, jetzt. Sehr gut. So, machen wir ein bisschen so. Ja, wir können die Temperatur jetzt auch ein bisschen umändern. Auf, machen wir 1 Grad, ja. So. So. Genau, Fahrer auch. So. Zack, machen Motor an. Brumm, 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 brumm. Ja, die Berliner Sitze hier, ne?
Auch schön, dass der Drehteller ist auch wieder schön texturiert. Auch wieder schön hier die Faltenbelege. Belke oder wie das heißt. Schick. Natürlich auch wieder hier schöne Piktogramme. Fenster können hier auch geöffnet werden. So. Dann machen wir Fahrgast. Machen wir 15, 30. So, jetzt gehen wir auf Linienfahrweg. Das ist 165, 01. Merscheid LVR Klinik. So. Da klicken wir jetzt drauf auf Fahrscheinverkauf. Aber das lassen wir jetzt so. Super. Hilfspfeile an. So. Licht können wir auch hier machen. Dok, 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 dok. Aber echt schön gemacht, der Gelenkbus auch. Gut, wie der sich fährt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Den bin ich jetzt noch nicht gefahren. Aber wir starten einfach mal. Aber endlich haben wir den langen Außenspiegel. Am Schlagbaum. Ach, wir müssen einmal rumfahren. Ja, die hat irgendwelche Zuckungen hier, die Frau. Oh, schön bassig. Wieder der Sound, herrlich. Ich habe natürlich auch hier wieder die KI-Menschen-Packs hinzugefügt, hier vom Volume 3 und 5. Kurzauer ist ja auch wieder mit dabei. Guten Tag. Hallo. Morgen. Guten Tag. Eine Hallo. Fahrkarte für Hallo. Innerstadt. Bitte. Ja, normal. Ich danke recht schön. Bitte. Hä? Warum hat sich... Auch witzig. Karte kommt, aber die Frau nimmt das nicht. Auch nicht schlecht. Er ist wahrscheinlich noch ein Bug. Einzelfahrt. Zack. Ja, jetzt schauen wir raus, oder was? Auf geht's. Moin. Ist links, naja.
Ja, die KI wieder super hier. Fährt einfach. Aber ist ja nichts Neues. Ja, die 165 bin ich auch noch nicht gefahren. Bin mal gespannt, wie die Linie geht. Oh, sofort grün, perfekt. Und schon mal hier durch Industrie ein bisschen lang. Hallo. Guten Tag. Am Schlagbaum. Westring. Na, wird schon warm hier im Bus. Ja, 10 Grad langsam. Sauer ist da. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Königsallee. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Tag. Guten Morgen. Ich fahre nur 3 Stationen. Ja. Eine Kurzstrecke. Jo, danke. Johannes Rauplatz.
Morgen. Morgen. Guten Tag. Guten Morgen, Fahrer. Heizung läuft. Wir erfrieren die noch, wenn sie es nicht wärmer machen. Ja, deine friert doch. Mir doch egal. Oh, 145 mit der Sauce. Spät für die D-Busse. Am Weiher. Ah, sehr gut. Läuft ja hier heute richtig. Kunstakademie. Schöne Streckenführung hier auch. Busfahrer so genervt. Mein Gott, Fresse da hinten. Den Komfort habt ihr nicht bezahlt. Guten Tag. Hallo. Ist das kalt. Hallo. Könnten Sie die Klimaanlage mal ausschalten, guter Mann? Danke. Klimaanlage ist doch aus. Was wollt ihr denn jetzt? Kutschstrecke. Danke. Hallo, guten Tag. Auch nicht schlecht, das Geld kommt trotzdem. Danke. Ein Ticket. Können Sie ein bisschen heizen hier? Ja, wir können gleich heizen. Die Rente reicht nur für die Kurzstrecke. Ja, mehr ist auch nicht drin. Ich danke recht schön. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ein Einzel. 20. Oh, jetzt mache ich Sauna hier, ja, ne. Piep. Aber es sind eigentlich gut in der Zeit. Fliegenbusch.
Schön noble Gegend hier. Tag. Feuerwehr. Das ist mir hier viel zu kalt, hätte man sich bestimmt. Ein Kind, bitte. Ein Kind. Dankeschön. 0 Grad im Bus? Hä? Gib die Heizung doch an. Ist die Heizung hier defekt oder wie? Keine Ahnung. Mal volle Pulle angemacht. Donnerstraße. Zu meiner Links. So fahren tut der Bus sich echt gut, der Gelenkbus. Nein. Hey, Eismann, dreh mal die Heizung auf. Eismann! Parkstraße. Ausschalten, guter Mann. Danke. Klimaanlage ist aus. Ich kann nichts dafür, wenn der Bus ein bisschen länger braucht zum Heizen. Grundschule. Schule. Da
Hallo. Ja, jetzt geht's ins Ghettoviertel oder wie? Autobahn. Birkenstraße. Guten Tag. Guten Morgen. Oh, es langt leider nur für eine Kurzstrecke. Ja, naja, wer ist dann da noch nicht drin? Entschuldigung. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, da ist doch deine Karte. Saturnweg. Hallo. Oh, Nachtbus fährt ja auch. Ja, aber sonst so, der Eindruck von dem Add-on gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin schon mal sehr gespannt, wenn das Add-on released wird. Marsweg. Da bin ich auch sehr gespannt. Mich freut es natürlich, dass ich es zum Testen bekommen habe und ich es euch hier zeigen darf. Da habt ihr schon mal einen kleinen Einblick in das umfangreiche Add-on hier, was geliefert wird. Aber als nächstes wollte ich dann noch die 15-Meter-Variante testen. Ja gut, und den Viertürer, das kann man ja mal bei Bedarf machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, mit dem langen Außenspiegel ist auch besser. Schön kaputte Straßen hier. Mahlzeit. Mahlzeit. Oscarweg.
aber grün. Ja, Omsi, komm. Moin. Moin. Ja, das VDV-Dash gefällt mir wirklich auch ganz gut. Am Fuchsbau. Ja, halt das Moki-Dash, das mag ich halt vielleicht ein bisschen mehr. Ist halt Geschmackssache, ne? Also das ist ja... Geschmäcker sind ja immer halt verschieden. Und, ja. Ah, wieder Krankenwagen. Am Fuchsbau. Guten Tag. Ja, ich habe ja auch gelesen, es gibt ja irgendwann, wenn es überhaupt denn erscheint, so eine Karte OmsiMap Gelsenkirchen. Da habe ich mir die Facebook-Seite mal abonniert. Das sieht ja auch ganz cool aus dort. Alles schön realistisch. Rotkehlchenweg. Von jetzt hier links, ne? Ja. Das glaube ich nur, wenn du Betriebswart fährst, sollst du da lang fahren. Schön durch so eine Siedlung hier mit kleinen Geschäften. Das ist immer wieder schön. Mit kleinen Vorgärtchen hier. Also echt schön gemacht hier die Karte. Hat man sich wieder richtig schön Mühe gegeben. Und das ist Freeware, Leute. Das ist Freeware. Hallo. Tag, hallo. Hallo. Panoramabad. Panoramabad. Aber der TFT-Bildschirm gefällt mir echt gut. Sie haben Dresdner Stil gehalten. Aber ich denke mal, dass da irgendwann es auch neue Texturen geben wird, denke ich mal, im OmsiForum. Also, wenn der Bus erstmal released ist, wird es da unzählige Repaints geben und Mods, denke ich mal. Also, also... Da bin ich auch mal gespannt, was es so geben wird. Ja, komm, rein hier. Ah, jetzt. Morgen. Tag. Was ich auch sehr schön finde, halt bei dem Bus generell, ist dieser zentrale Türwaldschalter. Also zentrales Schließen, zentrales Öffnen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Einfach Tür auf, einen Knopf drücken, alle Türen sind auf und alle Türen sind zu. Zack. LVR Klinik, Eingang West.
Für diese Haltestellenbremsschalter irgendwie, oder? Der grüne Pfeil, der gefällt mir immer. Ginkus. Vinzenburg-Werbung. Oh, war auch eine schöne Karte. Ich habe gehört, Vinzenburg soll irgendwann so ein Remake kriegen oder so. Da bin ich auch mal gespannt. Guten Morgen. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Warum steigen hier so viele Leute an der vor der Endhaltestelle ein? Das kapiere ich irgendwie immer nicht. Danke. Ich würde gern den ganzen Tag fahren. Was bräuchte ich da? Ja, hoffentlich nicht mit mir. Dankeschön. Eine Busfahrt. Ja, einmal eine Busfahrt für den Rotzlöffel hier. Danke. Bitte. Jo. Oh, ich werde auch Straßenbahn bestimmt irgendwann. Meerscheid LVR Klinik. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Sie haben Umsteigemöglichkeit zur Tram nach Bochum. Ah, nach Bochum. Wo gestern? Ja, wir sind nun am Ende des Previews angekommen. Die Solaris Stadtbusfamilie heute mal mit der 18-Meter-Version und Dreitürer. Ja, ich hoffe, das Preview hat euch gefallen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar darunter, wie ihr so den Bus findet. Das Add-on generell. Und würde mich einfach freuen, eure Meinung zu hören. Und ja, mir hat Spaß gemacht, dieses Video für euch zu machen. Und in der nächsten OMSI-Folge beschäftigen wir uns dann mit der 15-Meter-Variante. Ja, da könnt ihr auch ruhig schreiben, wo ich den fahren soll, auf welcher Karte. Kommt mir jetzt bitte hier nicht mit Innsbruck oder Römerberg Gletscher Express, wenn dann schon was Realistisches. Vielleicht mal wieder auf X10 oder irgendwas dergleichen. Ne? Oder Spandau oder was auch immer. Irgendwas Berlinerisches könnt ihr gerne schreiben und posten. Ja. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, ne? Zu einer neuen Folge. OMSI 2 oder Train Simulator 2019. Wenn Train Simulator mit dem neuen Enchantments Pack 3 von Thomson Interactive auf der Berliner Bahn. Die schönsten Hinterteile in Ruhr. Ihr Bus der RVG. RVAG. Auch nicht schlecht. So. Das war's dann für diese OMSI 2 Folge. Heute mit dem Preview über die Solaris Stadtbusfamilie, die 18-Meter-Variante Gelenkbus Dreitürer. So, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Und noch was zum Ende. Wann das Add-on dementsprechend released wird, das kann ich euch noch nicht sagen. Das wird dann, denke ich mal, der Chrisley dann dementsprechend bekannt geben. Bis dahin halt um Geduld. Und wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr. Und natürlich, wenn noch Fehler in diesem Bus ihr gesehen habt oder so, das ist alles noch Beta. Ne, also das wird dann auch sehr, denke ich mal, auch noch verbessert alles. Aber im Großen und Ganzen lässt sich der Bus wirklich sehr gut fahren. Sehr angenehm und geschmeidig. Tschüss.